Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout New Vegas. Wir haben mittlerweile schon mal zwei von drei unserer Begleiter erledigt. Jetzt ist noch Doc dran. Wir fangen jetzt aber hier erstmal an, die ganzen Gasleitungen zu reparieren. Die Frage ist, wie viel sind das insgesamt? Oh. Da ist er ja. Hat das schon ausgereicht? Wir haben noch einen Café Madre. Ah, nächste Hologramm-Schnipsel. Heute kam noch eine Lieferung Küchenmesser für das Catina Madrids mit der neuen Weltraum-Polymer-Legierung. Ach, Polymer-Legierung, alles klar. Wir haben viel mehr, als wir für die Gala-Veranstaltung brauchen. Sogar wenn jeder 3-Steaks-Messer hätte. Aber für Sinclair muss alles immer vom Feinsten sein. Immer, immer, immer. Er besteht darauf, dass alles perfekt ist. Diese Messer sind scharf. Zu scharf. Einer der Köche hat beinahe seinen Daumen verloren, als er Gemüse geschnitten hat. Und wir verlieren mindestens ein Schneidbrett pro Tag. Die Messer schneiden einfach durch sie durch. uns gehen die Geschirrtücher aus, um das Blut damit aufzuwischen. Lässt Casino brennen. Kein mehr sein. Wieder im Käfig. Hör auf damit, wir können. Kann dich jetzt hören. Nicht. Okay, fehlt noch eine Karte. Sterben. Doc will sterben. Ganz egal, hat dich satt. Ja. Erstmal die Ventile hier reparieren. Steht da irgendwas dran? Aufgaben? Drei kaputte, ohne sich von Doc erwischen zu lassen. Alles klar. Also fehlt uns jetzt hier noch ein Ventil. Oh. Wieder im Käfig. Hör auf damit, wir können. Kann dich jetzt hören. Alles brennt jetzt. Stimme wird ver. Nein! Doch! Das war so nicht geplant. Casino brennt. Kein mehr sein. Wieder im Käfig. Okay, ist also jetzt gerade da damit, wir drin. können. Kann dich jetzt hören. Nicht. Ich schätze mal, da drin ist dann jetzt das dritte Ventil, oder? Alles brennt jetzt. Stimme wird ver. Nein! Doch! Okay. Mir zuhörst. Ich bin es leid, der Aufpasser zu sein. So leid. Alles brennt jetzt. Er hat mich schon wieder erkannt. Mir zuhörst. Ich bin es leid, der Aufpasser zu sein. So leid. Von Doc einschläfern. Er wacht auf im Käfig. Hungrig. Doc will. Dich zu beschützen. Immer wollte ich dich beschützen. Das war der Grund, warum ich die Kontrolle übernehmen. Alles brennt jetzt. Stimme wird ver. Okay, er hat mich. Da wäre das letzte Ventil. Reicht das noch? Okay, nicht ganz. Mir zuhörst. Ich bin es leid, der Aufpasser zu sein. So leid. Von Doc einschläfern. Er wacht auf im Käfig. Hungrig. Doc will. Dich zu beschützen. Immer wollte ich dich besch. Jetzt geh raus, komm. Okay. Von Doc einschläfern. Okay,
Okay, dann versuchen wir mal ihn, ja, dazu, ihn dazu zu bringen, sich zurückzuziehen. Uns helfen. Bitte, lass mich uns helfen. Wenn du das nicht tust, dann bist du... Na dann, Doc, hallo. Du, Meister. Nein, nicht Meister. Doc kennt dich. Liebt zu Doc. Doc kann nicht. Das schaffen? Ja, kann er. Sie haben ihn verhätschelt und geschützt. Und jetzt muss ich mir die Kontrolle von ihm zurückholen. Du musst gehen. Rennen. Doc wird Stimme verbrennen. Stimme ausbrennen. Sie wegbrennen. Okay, den können wir also scheinbar retten. Tötest, ja, wenn du das tust, tötest du dich selbst. Doc hat genug von Stimme drin. Genug davon, schon wieder in so einem Käfig zu sein. Versuch zu... Töte diesen Menschen, Doc. Töte sie. Wenn dieses Casino zerstört wird, gut, dann wird auch der alte Mann getötet. Der... Schreit Doc an. Die Stimme schreit. Und um die Stimme zu stoppen, muss Doc sie ausbrennen. Doc, diese Stimme kontrolliert dich nicht, okay? Doc hat versucht, sie loszuwerden. Versucht, sich genug zu verletzen. Sie zu zwingen. Ruhig. Sch, Doc. Ich kümmere mich darum. Wenn wir fertig sind, darfst du dich an diesem Menschen laben. Okay, dann gehen wir hier auch mal wieder auf Sprache. Doc, der Meister ist jetzt hier. Meister will, dass du damit aufhörst. Meister? Meister, Doc hat gehofft, dass du kommst. Stimme wird... Sie aufzuhalten. Glauben Sie, Ihr Einfluss ist größer? Nein, ich habe auf Doc aufgepasst und ihn viel länger als Sie beschützt. Er wird nicht... Auf dich hören. Wenn Meister dich geschickt hat, hört Doc zu. Okay, und jetzt stell dir vor, die Stimme wäre wie Wasser. Jetzt sieh die Stimme an. Was siehst du? Doc kann die Stimme sehen. Sieht genau wie Doc aus. Und Doc sieht genau wie ich aus. Sie haben sich verletzt, tief in ihrem Inneren. Verstehen Sie jetzt? Im Wasser. Doc versteht jetzt. Doc weiß, was passiert ist. Ich nicht. Ach so, geh in das Wasser, geh in dich selbst. Wenn Doc ins Wasser geht, Doc kann nichts dafür, wenn Meister wütend wird. Du warst nett zu Doc. Doc will helfen. Er hat recht. Wenn sie uns verschmelzen, dann kann ich, können wir ihnen nicht mehr helfen, wenn sie das Ende der Sierra Madre erreichen. Und Doc will Erinnerung an dich nicht verlieren. Vergiss dich vielleicht. Wir werden fast alles vergessen, was hier geschehen ist. Sie werden alleine sein, der Gnade des alten Mannes ausgeliefert. Wie Doc, wie ich. Ach so, dann will ich nicht, dass ihr euch vereinigt. Ich brauche sie hier, Doc. Ich überlege gerade. Als guter Charakter hätte ich natürlich was dafür gesorgt, dass die beiden oder dass sie verschmelzen und miteinander auskommen. Aber ich glaube, ich brauche Doc hier. Der ist leichter zu beeinflussen. Doc versteht. Braucht Hilfe. Braucht dann Doc. Natürlich. Sie. Sonst stehen wir das möglicherweise nicht durch. Muss überleben, was es auch kostet. Jetzt. Jetzt. Jetzt hört Doc auf Stimme. Nur deine Stimme. Gut.
die andere Stimme, stelle es dir vor, nicht als Stimme, sondern als einen Ball, so groß wie deine Hand. Bringen wir ihn um? Ich glaube, wir bringen ihn um. Nimm die Kette um deinen Hals an beiden Enden und zieh langsam und fest daran, bis du hörst, dass sie bricht. Ja, Doc kann das tun. Doc hofft, dich bald wiederzusehen. Wir werden sehen, Doc. Doc ist gestorben. War das schnell genug? Und jetzt raus, bevor dein Halsband hochgeht. Oh, jetzt ist hier schon wieder, muss ich mich hier schon wieder orientieren, weil ich nicht weiß, wo ich rauskomme. Karte bitte. Geradeaus und dann rechts. Nee, noch nicht mal hier raus. Was? Wieso ist das versiegelt? Ach, hier geht's auch noch raus. Okay. Dann wollte ich die noch plündern, Mensch. Ach, scheiße. Ich habe natürlich wieder nicht gespeichert, oder? Lässt Casino brennen. Kein Mensch. Wieder im Käfig. Hör auf damit. Wir können... Kann dich jetzt... Du... Okay, bla bla bla. Das da kennen wir ja auch schon alles. Dann los, wir speichern. Ach, verdammt, falsche Taste. Mein Gott, ich bin gerade so durch. Kein mehr sein. Du? Meine Güte. Natürlich auf Quick Load statt auf Quick Save gedrückt. Doc hat... So, jetzt hier. Und jetzt. Betonstahlkeule. Raus, bevor dein Halsband hochgeht. Okay, wo soll ich denn jetzt hin? Ach, da soll ich raus. Ja, jetzt sollte das ja eigentlich funktionieren, oder? Ja, gut. Okay, wir hätten alle ausgeschaltet. Die Bestie ist erledigt. Das war also auf jeden Fall nötig, wie mir scheint. Jetzt sollen wir Veras Musiksequenz zusammenfügen. Mal schauen. Haben wir jetzt noch welche von diesen Viechern rumlaufen? Ah, ich dachte gerade schon. Das Hologramm wäre weg. Okay. Das letzte Fragment. Mehr brauche ich nicht. Und nun, geh ans Terminal im Hauptfoyer und flick die Musiksequenz zusammen. Erstmal hier die Geistersucher noch erledigen. Au. Lad mal gerade das Ding oder lass es mal gerade wieder aufladen. Alter, wie viel sind das denn? Nee, hab ich eine Granate oder sowas da? Eine Mine. Ah, Gasbombe.
Dann rüste ich die mal aus. Bitteschön. Ich habe nicht den Eindruck, dass das so viel bringt. Nö. Alter, was geht denn hier ab? Muss die wirklich alle ausschalten? Dann schalten wir die alle mal aus. Das letzte Fragment. Mehr brauche ich nicht. Und nun, geh ans Terminal im Hauptfoyer und flick die Musiksequenz zusammen. Meine Güte, ey, das ist ja echt richtig übel hier unten. Nehmen wir mal ein paar Stimpaks. Zum Glück haben wir ja genug. Ich ziehe mich gerade mal wieder zurück, warte, bis es hier abgeklungen ist. Und dann gehe ich nochmal rein. Ist ja alles voll da drin. Von den Viechern. Heftig, heftig. Okay, versteckt. Irgendwie trifft der Kollege auch jetzt nicht mehr, habe ich so den Eindruck. Hallo. Ah, die Gasbuden. Solange sie die nicht schmeißen, geht's ja noch einigermaßen. Puh. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wie bescheuert ist der denn, dass der genau dieses gegen dieses Geländer schießt? Zum Glück machen die jetzt halt mit diesen Nahkampfwaffen kaum noch Schaden. Alter, das hat jede Menge Munition gekostet. Gut, in der nächsten Folge werden wir dann hier mal das Zeug zusammensetzen. Und bin mal gespannt, was das dann wird. Haben wir hier irgendwas? Oh, Haarklammer, Chips, Geld.
Da ist immerhin Geld drin. Hatte ich ganz übersehen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall Spaß und seid das nächste Mal dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.